Hallo und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute habe ich für euch ein super schnelles Rezept, total lecker, total einfach gemacht. Und zwar sind das Lebkuchenschnitten und die bekommen noch ein leckeres Frosting und zwar aus einer leckeren Schokoladenganache. Das Ganze ist vegan und wie gesagt super einfach, kinderleicht nachzumachen. Also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für diese einfachen Lebkuchenschnitten braucht ihr folgende Zutaten und das sind auch sehr wenige. Und zwar habe ich hier einmal Dinkelmehl, dann kommt Kakaopulver hinein. Dadurch, dass es ja Lebkuchenschnitten sind, brauchen wir natürlich auch Lebkuchengewürz, ein bisschen Salz. Dann habe ich hier Kokosblütenzucker. Da könnt ihr natürlich gerne auch andere Zuckerarten verwenden, die schreibe ich euch dann auf meinem Blog auf. Dann brauchen wir ein bisschen Backpulver. Das sind die trockenen Zutaten und bei den flüssigen Zutaten, da habe ich hier einmal Kokosmilch. Und dann gebe ich noch ein bisschen Wasser hinzu. Das sind die Zutaten und jetzt geht das Ganze super einfach. Und zwar kommen erst die trockenen Zutaten in eure Schüssel. Das Ganze wird gut miteinander verrührt. Dann kommen die nassen Zutaten hinzu. Das Ganze wird kurz verrührt und dann kommt es schon in eure Backform. So ist der Teig jetzt schon fertig und jetzt fülle ich das Ganze in meine Form. Dafür habe ich jetzt hier so eine kleine Brownie-Form und da habe ich Backpapier, das habe ich zuerst zerknüllt und dann passt es sich sehr gut der Form an. Wenn ihr den Teig dann gleichmäßig verstrichen habt, dann kommt das Ganze in den Backofen und zwar bei 180 Grad Umluft für ungefähr 15 bis 20 Minuten. Da schaut ihr ab und zu nach und macht einfach die Stäbchenprobe und wenn kein Teig mehr dran hängt, dann ist es genau richtig. Und wenn ihr natürlich nicht so eine Brownie-Form habt, dann könnt ihr den als runden Kuchen backen oder zum Beispiel auch als Muffins. Das geht natürlich auch. Da variiert dann die Backzeit bei den Muffins, da einfach verkürzen, vielleicht auf 10 Minuten erst und dann mal schauen, ob es schon durch ist. Und während die Lebkuchenschnitten jetzt im Ofen sind, mache ich schon mal weiter mit der Ganache. Und zwar wird es eine Ganache mit Kokosmilch. Die restliche Kokosmilch habe ich jetzt hier eingefüllt, das Ganze in die Mikrowelle gestellt und erhitzt. Gerne könnt ihr das natürlich auch in einem Topf machen. Jetzt gebe ich die Schokolade hinzu, lasse das für eine Minute stehen, dann schmilzt die da drin, dann wird das Ganze umgerührt und dann ist unsere Ganache schon fertig. Das Ganze müssen wir dann einfach bei Zimmertemperatur abkühlen lassen, eventuell auch im Kühlschrank dann. Und dann haben wir eine super leckere Ganache, die wir dann auf die Lebkuchenschnitten verteilen können. So, mein Lebkuchenteig ist jetzt ausgekühlt. Ich habe den aus der Form rausgenommen, auf einem Gitter auskühlen lassen. Dann einmal jetzt umgedreht. Jetzt habe ich nämlich die schöne glatte Seite hier. Habe es wieder in die Form reingegeben und jetzt kann ich die Ganache da drauf verteilen. Dann wird sie wirklich schön glatt und ebenmäßig und es sieht dann richtig, richtig schön aus. Und so sehen jetzt die fertigen Lebkuchenschnitten aus mit dieser leckeren Schoko-Kokos-Ganache. Ich sag's euch, ein Traum, die sind so lecker. Ich habe vorher genascht. Unglaublich gut und so einfach gemacht, ihr habt es gesehen. Jetzt perfekt für die Weihnachtszeit oder als Adventskuchen für den Sonntag. Immer schnell gemacht. Ich denke, jeder hat gerne Schokolade oder so einen einfachen Kuchen, besonders auch Kinder. Wenig Zucker drin, also einfach perfekt. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Beim Schneiden würde ich euch noch den Tipp geben, schaut immer, dass das Messer sauber ist, dass ihr schöne Kanten hinbekommt. Und bei der Lagerung immer im Kühlschrank oder vielleicht auch draußen, wenn es ja eh kalt genug ist. So, ich freue mich, das jetzt schon weiter zu essen. Es ist wirklich unglaublich lecker. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ich würde mich jedenfalls freuen. Die ganzen Mengenangaben, die findet ihr wie immer auf meinem Blog fraujannik.com. Schaut dort gerne vorbei, hinterlasst mir gerne Kommentare. Ich freue mich riesig darüber. Auch hier auf YouTube oder natürlich
Wenn ihr mir Fotos schicken möchtet, dann gerne auch auf Instagram unter dem Hashtag Frau Jannik. Dann kann ich mich die Fotos sehen und das freut mich jedes Mal riesig. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich wünsche euch dann ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.